Guten Morgen, liebe Kinder. Ich bin heute ganz alleine hier und habe einen Bauarbeiterhelm auf, weil nämlich meine liebe Gina heute zur Baustelle im Berner Herweg fährt. Und warum Bauarbeiter noch arbeiten dürfen, das erzählt sie euch gleich. Viel Spaß dabei. Tschüss. Wenn's draußen schön grün wird, juch heißa, juch hei, ist endlich der Winter vorbei. Dann wachsen die Blumen, das Gras und der Klee, und das ist viel schöner als immer nur Schnee. Wenn's draußen schön laut wird, juch heißa, juch hei, ist endlich Guten Morgen, ihr Lieben. Die Sonne scheint und wir sind heute hier an unserer Kita am Berner Herweg. Das große rote Gebäude, was ihr hinter mir sehen könnt, da findet gerade unsere Notbetreuung statt. Und davor, hier, haben wir eine große Baustelle. Da bauen wir schon für die Zeit danach. Und wir können uns heute mal zusammen die Baustelle angucken und finden heraus, warum Bauarbeiter eigentlich gerade arbeiten dürfen. Kommt mit mir mit. So, schaut euch das mal an. Da haben wir jetzt ein richtig tiefes Loch. Das ist unsere große Baustelle. Da wird eine zweite Kita hier am Berner Herweg gebaut. Und das Loch ist so tief, weil wir einen ganz tiefen Keller brauchen, weil in diese Kita nämlich auch noch ein Schwimmbad kommt. Unsere Kinder können da dann nämlich schwimmen lernen und ihr Seepferdchen machen, so wie die Kinder in Rahlstedt das jetzt auch schon machen können. Außerdem kriegen wir auch noch eine Küche, damit auch hier gekocht werden kann, so wie René das in der Goethestraße gemacht hat. Und dafür brauchen wir den ganzen Platz, den ihr hinter uns seht. Und jetzt gehen wir mal den Polier suchen. Der Polier ist der Chef auf der Baustelle und der kann uns noch ein bisschen mehr erzählen. So, ihr Lieben, ich habe den Chef gefunden und das ist Jan. Hallo. Magst du dich den Kindern einmal vorstellen, wer du bist und was du machst? Na klar. Hallo, ich bin Jan. Ich bin hier der Polier auf der Baustelle. Ich bin derjenige, der den Plan in der Hand hat, alle Bestellungen macht und sieht, dass alle auch in der Arbeit bleiben. Und kannst du uns erklären, warum Bauarbeiter gerade arbeiten dürfen, wo so viele andere Menschen zu Hause bleiben müssen? Ja, wir haben frische Luft, versuchen überall schön unseren Abstand einzuhalten. Obwohl wir zusammenarbeiten müssen, haben wir eigentlich immer rundherum Platz genug, dass wir was machen können. Frische Luft hilft also dabei, Abstand zu halten und sich nicht anzustecken. Deswegen dürfen Bauarbeiter arbeiten. Und Jan hilft dabei, dass unsere Kita hier gebaut wird. Und Jan, erzähl mal, was benutzt ihr denn dafür für Maschinen? Oh, wir haben den großen Kran hier stehen, die alle schon gesehen haben. Und wir haben dann noch die kleinen Sachen wie Schalung, Bohrmaschinen, Schleifmaschinen und Sägen. In alle Formen, große, kleine. Und da machen wir das dann fertig. Und warum müssen wir alle einen Helm tragen? Ja, wenn der Kran was da drin hängen hat und es runterfällt, dann ist der Kopf platt. Also es ist gut, dass wir einen Helm tragen. Und was macht dir am meisten Spaß hier? Dass wir jedes Mal eine neue Baustelle, was Neues bauen. Das ist jetzt ein Kindergarten, das ist mein dritter Kindergarten, aber das erste mit Schwimmbecken. Das ist also was Neues für dich? Ja. Cool. Dann will ich dich auch gar nicht länger aufhalten. Wir gehen jetzt zurück in die Kita und lernen dann noch ein bisschen was. Und dir wünsche ich einen richtig schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Bleibt gesund. Hallo, ihr Lieben. Wir sind Sonja und Karina. Heute brauchen wir eure Hilfe. Ich hoffe, ihr seid alle startklar. Wir stehen, wie ihr seht, und wir haben Musik heute mitgebracht. Heute müsst ihr euch bewegen. Also sagt Mama, Papa oder wer auch immer gerade neben euch steht, ihr müsst ein bisschen die Möbel verrücken, denn wir brauchen heute Platz. Genau. Wir haben auch ein bisschen Platz gemacht und dann machen wir jetzt die Musik an und dann geht's auch schon los. Moment, wir machen den Körperteil-Blues. Wir sehen mit dem Auge und riechen mit dem
Oh, mir ist warm. Euch mir auch. Wir haben eine kleine Pause verdient. Lasst uns was zu trinken holen. Tschüss, Kinder. Tschüss. Hallo, ich bin Katharina aus der Wilhelmstraße. Neben mir steht Gina. Hallo. Und wir möchten heute mit euch zusammen Fingermalfarbe machen. Hierfür brauchen wir nur ein bisschen Saft. Das kann Karotte, rote Beete, Tomate oder auch Spinatsaft sein. Mehl haben wir schon abgefüllt. Ein bisschen Salz und Wasser. Mehr nicht. Gina, möchtest du das Mehl ein Glas voll in die Schüssel geben? Ein ganzes Glas voll? Ein ganzes Glas. Okay, dann machen wir das mal. Mal gucken, wie viel da so reingeht. Oh, oh. Super. So? Reicht ja, das schon? Das reicht schon. Okay, jetzt kannst du es in die Schüssel geben. Mhm. Was brauchen wir noch? Jetzt brauchen wir ein bisschen Salz. Eine kleine Prise. Eine Prise. Das hast du das schon mal gemacht? Johanna hat uns das erklärt. Mhm. Eine Prise ist, was so zwischen die Finger vorne passt, super, richtig? Genau. Sehr gut. Und jetzt kannst du dir aussuchen, welchen Saft wir heute nehmen wollen erstmal. Was nehmen wir denn, was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme genau den Rote-Bete-Saft. Rote Beete. Der hat nämlich so eine super Farbe. Mhm. Wie viel brauchen wir davon? Davon machen wir jetzt erstmal ein ganz kleines bisschen rein und dann verrührst du das erstmal. Ein kleines bisschen. Mhm. So wie eine Prise. Nee, ein bisschen mehr. Noch mehr? Noch ein bisschen. Super, das reicht und jetzt verrühren wir das erstmal. Okay. So. Ich glaube, wenn ihr das zu Hause macht, müsst ihr gucken, was ihr anhabt. Ich weiß nämlich, dass Rote Beete ganz doll färbt. Die Erfahrung musste ich schon machen. Guck mal, ist das schon ein bisschen flüssiger geworden? Nee, nicht so richtig. Ja. Und man kann die Farbe auch nicht sehen. Dann brauchen wir wohl noch ein bisschen mehr. Mehr ist besser. Mhm. So? Auch mach noch ein bisschen. Sehr gut. Und jetzt nochmal verrühren. Ich halte die Schüssel fest. Dankeschön. So, langsam wird es matschig. Siehst du schon was, ne? Mhm. Sieht ein bisschen aus wie Knete. Mhm. Aber meinst du, damit können wir schon malen? Ich glaube nicht. Nee, ne? Mhm. Dann brauchen wir noch mehr Saft. Noch mehr Saft. Mhm. So, stopp, stopp, stopp. Jetzt sieht das richtig gut aus. Matschen finde ich richtig super. Ja, das macht auch ganz viel Spaß, ne? Das könnt ihr zu Hause auch total gut machen. Auch mit den Fingern. Mhm. Aber es wird noch nicht so richtig flüssig. Was können wir da noch machen, Katharina? Jetzt müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Saft nehmen. Mhm. Und dann? So, stopp. Und weiter verrühren. Okay. Bis es eine schöne Masse ist, wie die Fingermalfarbe, die ihr alle aus der Kita kennt. Die ist ja aber auch nicht ganz flüssig. Die ist immer ein genau, bisschen fest. Die ist immer ein bisschen dicker noch, damit man sie schön verteilen kann. Das stimmt. Ich glaube, wir haben es ein bisschen klumpig gemacht. Wie kriegen wir das dann in den Griff? Da könnte man jetzt tatsächlich zu Hause einen Schneebesen nehmen. Den haben wir hier leider nicht. Mhm. Aber das kriegen wir schon hin. Einfach mehr rühren. Einfach mehr rühren. Immer weiter rühren. Das machst du auch ganz toll. Dankeschön. Was ist denn deine Lieblingsfarbe, Katharina? Meine Lieblingsfarbe? Das ist tatsächlich, pink eigentlich. Ja, dann kommen wir da ja schon ziemlich dran. Da sind wir schon sehr gut dran, da hast du recht. So, langsam wie jetzt. Guckt mal. Mhm. Das sieht schon so ein bisschen aus wie die Fingermalfarbe, die wir haben. Mhm. Nur noch ein bisschen klumpig. Meinst du, ich darf da noch einen Schuss von dem Saft reintun? Vielleicht nehmen wir noch einen kleinen Schuss Wasser. Okay. Schwupps. Das sieht gut aus. Mhm. Jetzt wird's glibberig. Guck mal hier. Wenn ihr mehr Wasser nehmt, dann wird aber auch die Farbe nicht mehr ganz so kräftig. Deswegen müsst ihr immer gut gucken, dass wir uns da nicht zu viel Wasser reinhauen. Weil guckt mal, der rote Betesaft ist ja ganz dunkel und das wird immer heller, je mehr Wasser wir da reintun. So, ich würde sagen, das ist fertig, oder? Na, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen rühren. Soll ich die mal ablösen? Gerne. Soll ich in der Zeit noch eine zweite Farbe ansetzen? Ja, das können wir gerne machen. Dann reicht mir doch eine Schüssel und einen Saft. Schön. Wollen wir jetzt mal die Orangen nehmen? Ja, das finde ich gut. Wie viel mehr war das nochmal? Ein Glas. Ein Glas. So. Ein großes Glas Mehl. Ups.
Eine Prise Salz? Eine Prise Salz. Eine Prise Salz, das was vorne zwischen den Fingern ist. Und dann kommt der Saft. Ich nehme schon mal gleich ein bisschen mehr, weil das gerade so trocken war, ne? Oh, der Karottensaft fährt gut. Aber auch hier, ihr seht, es wird gleich ganz batschig. Brauchen wir mehr Saft. Was können wir denn da gleich mitmachen, wenn die Farbe fertig ist? Dann können wir sie auf ein Blatt Papier malen mit Pinseln oder mit den Fingern. Alles, was ihr gerne mögt. Und warum machen wir die selber? Warum nehmen wir nicht die aus der Flasche, die wir in der Kita haben? Weil ja viele von euch gerade zu Hause sind und nicht jeder Fingermalfarbe zu Hause hat. Und so könnt ihr zu Hause immer noch toll mit den Händen oder mit einem Pinsel malen. Und ihr könntet auch an die Fenster malen. Einen Regenbogen zum Beispiel. Und die ist essbar. Das auch. Die schmeckt sogar. Ihr könnt gerne mal den Finger reinstecken und probieren. Traust du dich? Oh. Ja. Die kann man essen. Die ist also sicher und nicht giftig für euch. So, deine sieht schon richtig gut aus. Es sind immer noch ein paar Klümpchen drin, leider, aber es wird immer besser. Wenn du möchtest, kannst du dir schon ein Stück Papier schnappen und gucken, ob man damit malen kann. Ja. Das haben wir da unten. Habe ich schon vorbereitet. Da bin ich weg. Und hier ist auch ein... Das ist kein Pinsel. Fingermalfarbe. Ja, dann nehmen wir doch einfach mal die Finger. Und dann könnt ihr einfach die Farbe verteilen. Das sieht richtig gut aus. Zeigst du es den Kindern einmal in die Kamera? Ja. Ups. Super. Und bevor ihr mir weiter beim Rühren zuseht, das dauert nämlich, glaube ich, noch ein bisschen, bis ich hier alle Klümpchen raus habe. Wünsche ich euch einen schönen Tag. Viel Spaß noch mit dem Rest der Sendung. Tschüss! Hallo, ich bin Steffi aus der Schönfelder Straße und ich habe uns Pelle heute mitgebracht. Pelle darf so dicht bei mir sein, weil er mein Sohn ist. Und was ganz Besonderes an Pelle ist, ist, er war früher ein Schnellipack-Kind. Und er wollte unbedingt wissen, wie es vor und hinter den Kameras aussieht. Deshalb haben Gina und ich ihm heute erlaubt, dass er uns begleiten darf. Wir möchten mit euch zusammen Kreide machen. Ihr braucht dazu Gips, Fingermalfarbe, Acrylfarbe oder Lebensmittelfarbe. Wir haben es zu Hause schon ausprobiert und das schönste Farbergebnis kommt mit der Acrylfarbe. Dann wird die Kreide richtig intensiv hinterher. Wasser braucht ihr, Backpapier, um die Klorollen nachher von innen zu isolieren. Eine Pelle? Ja. Sehr gut. Wir fangen an, in das Klopapier ein Stück von dem Backpapier hineinzulegen. Stelle ich das hin. Pelle, magst du mir einmal behilflich sein und ein Stück von dem Tesafilm abschneiden? Super. So, dass das genau, also nicht genau, aber gut rüber passt. Dann stülpe ich das rüber, drücke es fest. So, Pelle, magst du mir noch ein zweites abschneiden? Vielen Dank. Bitte. Danke. Jetzt ist es stramm. Ich stelle es in meine Halterung hinein, damit es nachher nicht umkippt, wenn ich den Gips einfülle. Jetzt kannst du mir bitte einen Becher geben. Schön. In den Becher fülle ich nun den Gips hinein. Und am besten ist ein Wasserglas voll mit Gips. So, Pelle, möchtest du das reinfüllen? Super. Und zwei Gläser Wasser kannst du reinfüllen. Eins. Eins. Und zwei. Super. Nehmt ihr euch einen Löffel, rührt das Ganze schön um. Wenn ihr merkt, dass das zu flüssig geworden ist, dann füllt ihr einfach ein bisschen von den Gips noch mit dazu.
Denn nicht Gips ist Gips. Es gibt immer viele verschiedene Sorten und die Rezepte funktionieren nicht alle damit. Pelle, was hast du mir vorhin auf dem Weg hierher erzählt von der Eierschale und dem Mehl? Man kann auch Kreide mit Eierschale, Wasser und Mehl und Lebensmittelfarbe machen. Richtig. Dafür bräuchten wir nur so viele Eier, dass wir das leider nicht hinbekommen. Die Eierschale. Die Eierschale, genau. So. Die Masse wird fester. Pille, magst du einmal die drei anderen Becher aufstellen? Genau, einmal die Gläser mit den Klorollen. Und was haben wir vergessen? Die Farbe. Und wo kommt die Farbe rein? In die Plastikbecher. Sehr gut. Füll den Gips einmal ein. Und du darfst dir jetzt die Farben nehmen und den Gips mit den Farben mischen. Kannst auch den Stups reinmachen. So. Rot darfst du auch. Jetzt die zwei anderen Farben noch dazu mischen. Geht? Prima. Dann gebe ich dir einmal die Löffel. Rühren wir das einmal um. Gut miteinander vermischen. Super. Jetzt zeige ich euch einmal, wie es in dem Becher aussieht. Und jetzt füllen wir das in die Förmchen ein. Was ich euch empfehle, ist, das zügig zu machen, weil der Gips so schnell nachzieht. Pelle, wenn du magst, das kannst du gerne die anderen Klorollen auch schon befüllen. Was auch noch wichtig ist, dass ihr immer ein bisschen klopft, damit die Blasen aus dem Gips rausgehen und ihr damit nachher besser malen könnt. Pille beißt dir nicht auf die Lippe. So. Stellen wir einmal nach vorne, die fertig sind. Du die blaue schon mal machen? Ja, kann ich, Pelle. Pelle muss, ja, super. So, jetzt klopfen wir die blaue Farbe noch einmal fest, stellen sie nach vorne, schlafen zweimal und einen Tipp gebe ich euch. Nach dem Schlafen müsst ihr gut aufpassen. Irgendwann kommt Gina mit der Kreide wieder. Und wenn ihr sie wiederfindet, dann wisst ihr, wie schön die Farben geworden sind. Pelle und ich verabschieden uns von euch und sagen tschüss, bis bald. Ciao. Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Wohnzimmer-Kita. Hier wieder aus der Küche in der Goethestraße. Ich bin der René und ich möchte euch heute mal was ganz, ganz Einfaches zeigen, was richtig schnell geht und was richtig lecker vor allem jetzt gerade im Sommer oder Frühling ist, wenn die Temperaturen draußen wieder mal so warm sind. Und zwar unsere Wassermeloneis mit Schokolade. Dafür gibt es keine großartige Rezeptur, da könnt ihr euch ja eurer Fantasie eigentlich freien Lauf lassen. Was das mit Schokolade auf sich hat, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar, wir brauchen dafür etwas
ja, Schokolade. Da könnt ihr nehmen, was ihr möchtet. Zum Beispiel Vollmilchschokolade von eurem Osterhasen. Oder wenn ihr jetzt auch gerade ja, noch eine Tafel Schokolade zu Hause habt, nehmt sie. Ich habe jetzt hier schon mal geraspelte Schokolade, damit es etwas schneller geht. Und habe mir hier einen Topf mit heißem Wasser schon mal fertiggestellt. Und ich würde jetzt einfach mal diese eine Schüssel hier nehmen und würde die Schüssel auf diesen Topf mit heißem Wasser machen. Wichtig ist auch vor allem, dass das Wasser nicht kocht. Lasst es einfach nur heiß sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Es darf nicht kochen, weil sonst würde die Schokolade nämlich krümelig werden und ihr hättet nachher nicht mehr so eine schöne glatte Oberfläche auf eurer Wassermelone. Das wollen wir nicht. Deswegen nehmen wir jetzt einmal unsere Schokolade, machen die sozusagen hier mit in ja, die Schüssel rein, weil dadurch schmilzt nämlich die Schokolade. Ihr kennt das ja bestimmt, wenn ihr Schokolade länger in der Hand haltet, dann durch eure Körperwärme schmilzt die Schokolade denn. Und genau dasselbe machen wir jetzt hier auch. Und zwar, wir schmelzen die Schokolade jetzt hier in der Schüssel, sozusagen, dass sie dann flüssig wird. So, wie ihr seht, fängt die Schokolade an zu schmelzen. Und wir rühren dabei einfach immer weiter, bis wir irgendwann ja, die gesamte Schokolade sozusagen geschmolzen haben. Und einmal will ich noch mal kurz zeigen, und zwar, ihr seht, das Wasser ist einfach nur heiß. Es ist nicht, es kocht nicht, es siedet nicht, gar nichts. Es ist einfach nur warmes, heißes Wasser. So, das dauert jetzt ungefähr, ich sag mal, zwischen 3 und 5 Minuten. Da könnt ihr euch auch, wie gesagt, eure Eltern wieder bei helfen. Ist immer ganz, ganz wichtig, dass ihr auch vor allem die Temperatur einhaltet, weil, wie gesagt, wenn ihr es zu heiß macht, dann fängt an, die Schokolade krümelig zu werden. Ja, und sieht dann nicht mehr schön aus und schmeckt dann nachher auch nicht mehr so schön. So, jetzt werden wir noch weiter rühren und warten mal, bis die Schokolade flüssig ist. So, wow, richtig gut. Noch nicht ganz alles, aber fast. Das muss man immer schön sehr sorgfältig machen und vor allem, wie gesagt, immer schön durchrühren, weil sonst fängt die Schokolade an, zu krümelig zu werden. Und das ist nicht so schön. Aber wenn die Schokolade dann so aussieht wie hier, ist sie perfekt. So, jetzt sind wir auch hiermit eigentlich schon soweit fertig. Jetzt machen wir unseren Herd wieder aus, stellen die Schokolade ruhig beiseite vom Herd weg, können sie aber noch auf dem Wasser stehen lassen. So, Schokolade ist super. So, und jetzt widmen wir uns erstmal der Wassermelone. Und zwar, wir nehmen uns jetzt unsere Wassermelone. Ich habe jetzt hier ja, sozusagen eine halbe genommen, weil ich habe nämlich das Ganze schon vorbereitet, damit ihr gleich nachher mal das Endergebnis sehen könnt. Weil wir ja ein Eis machen, das heißt, wir müssen sozusagen die Wassermelone ja nochmal einfrieren. Und deswegen habe ich das schon heute Morgen vorbereitet, damit ihr sozusagen das sehen könnt. Also, wir nehmen jetzt uns die Wassermelone und würden sie einmal halbieren. Und dann natürlich vierteln. Das ist ganz wichtig, weil wir wollen nachher so eine Dreiecke haben. Und zwar so wie hier. Wir nehmen uns das erste meistens weg. Das könnt ihr gleich mal aufessen. Sehr lecker. Und dann schneiden wir uns ungefähr, nehmt euren Finger, ungefähr fingerdick schneidet ihr sozusagen die Wassermelone in Stücke. So. Geht einfach und schnell. Und auch hier das Ende, das dürft ihr nachher wieder aufessen. Ich gebe das jetzt gleich den Kindern, die in der Notbetreuung hier bei uns sind. So, und jetzt seht ihr ja, ist immer noch ein bisschen groß für ein Eis, finde ich. Wobei, wenn ihr sagt, natürlich, das ist für euch in Ordnung, ist das gut. Ich würde sie noch einmal halbieren. Ich finde, das sieht immer ein bisschen schöner aus. Und ist nachher auch mit der Schokolade sozusagen, sieht das ja deutlich besser aus. Und man kann es einfach leichter essen, sozusagen. So, also machen wir uns jetzt hier ganz, ganz viele kleine Eisdreiecke. Und das ist so erfrischend im Sommer, richtig lecker. Wenn man dann draußen im Garten ist oder auf dem Balkon und die Sonne scheint, ganz toll. So, wie ihr gesehen habt, haben wir hier ganz viele Stäbchen liegen. Ja, das sind einfach normale ja, Holzspieße, die ihr natürlich, Schaschlikspieße nennt man das auch, die ihr zu Hause kaufen, also im Laden kaufen könnt, nicht zu Hause, aber die meisten von euch zu Hause haben das, denn Mama macht ja gerne auch mal einen Schaschlikspieß. Und ich nehme jetzt einfach so einen Spieß und pieke jetzt sozusagen einmal durch die Schale hinten durch, ungefähr bis zur Mitte, so dass ich sie aufgespießt habe. Sehr schön. Und davon machen wir jetzt uns so viele Spieße, wie wir mögen. Richtig, richtig toll. Ich pieke jetzt einfach mal hier noch ein paar rein. Damit wir auch gleich was zum Demonstrieren haben, ist ja ganz wichtig, weil ihr sollt ja wissen, wie das funktioniert. Und ich kann euch sagen, es ist oberlecker. Richtig lecker.
Lasst euch von Mama und Papa oder von euren Großeltern ruhig da etwas helfen mit dem Einspießen. Ist ja doch manchmal ein bisschen schwierig, weil die Schale etwas hart ist. Aber die helfen euch da schon. Hundertprozentig. So, wenn wir das haben, können wir uns jetzt unsere Schokolade nehmen, die wir hier hinten ja stehen haben. Und ihr seht, die ist wirklich wunderbar. Nicht krümelig, ja, wirklich absolut gleichmäßig, ganz toll. So, bevor wir das jetzt aber anfangen, die Melone da drin einzutauchen, muss ich euch ganz kurz was sagen. Und zwar, ich habe leider Gottes nicht so ein Blech hier wie ihr zu Hause, aber ihr habt zu Hause in eurem Backofen, da werden euch eure Eltern oder Großeltern bestimmt helfen, haben ja vom Backofen so ein Gitterblech, wo sie Brötchen darauf backen, Kuchen, Pizza zum Beispiel, ja. Das könnt ihr auch nehmen und darunter liegt ja einfach das Backblech sozusagen, weil wir brauchen etwas, wo die Melone jetzt drauf liegt und dann nachher kalt wird und damit die Schokolade nicht nachher ja sozusagen im Froster eigentlich, also im Tiefkühlschrank nachher unten reintropft, habe ich hier unter sozusagen das Backblech. So, und wir nehmen jetzt uns einfach uns eine Wassermelone und ich finde zum Beispiel das Muster immer ganz, ganz toll, wenn man kann sie jetzt einfach hier so in diese Schokolade jetzt einfach eintauchen. Und ich finde es zum Beispiel immer ganz, ganz toll, wenn eine Seite mit der Schokolade ja, eingetunkt ist und die andere Seite sieht man die Melone noch. Aber das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Und dann lege ich sie hier auf das Gitter. So, das machen wir nochmal. Immer schön abtropfen lassen, ganz wichtig. Richtig gut. So, jetzt machen wir mal eine ganz komplett mit Schokolade. Ganz wichtig ist jetzt hier natürlich, man sieht jetzt dann nachher auch unten das Grüne nicht mehr. Also vorsichtig beim Essen, wobei, wenn ihr das Grüne mit isst, ist es auch nicht so schlimm. Es schmeckt nur etwas komisch. So. Da dürft ihr ruhig so dick raufstreichen, wie ihr wollt. Schön ein bisschen drehen, weil wenn ihr es dabei dreht, dann fließt nämlich die überschüssige Schokolade sowieso runter. So. Wenn ihr jetzt aber sagt, bei Schokolade, das ist mir viel zu viel, dann könnt ihr es auch anders machen. Nämlich als Partydeko zum Beispiel geht es auch. Und zwar, man kann sich die Spieße sozusagen darauf legen. Jetzt nimmt man sich die Schokolade und jetzt kann man sich das einfach mit einem Löffel sozusagen, kann man sich jetzt schöne kleine Streifen sozusagen rüber machen. Sieht auch ganz lustig aus. So, also auf jeden Fall sind eurer Fantasie da keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt natürlich auch gerne weiße Schokolade nehmen. Funktioniert auch wunderbar. Gar kein Thema. Ich finde es grundsätzlich Melone, also was Frisches mit dunkler Schokolade, immer leckerer, immer besser. Und jetzt geht das Ganze eigentlich ungefähr für 2-3 Stunden in den Tiefkühlschrank. Tut mir einen Gefallen, macht es nicht länger, weil sonst ist die Melone nachher so hart, weil die hat ja ganz, ganz viel Wasser in sich. Sonst ist sie ja so, viel, so hart, dass ihr, wenn ihr reinbeißt, ja, euch sozusagen echt die Zähne ein bisschen wehtut. Deswegen lutscht sie ruhig lieber, wenn ihr sie zum Beispiel über Nacht vergessen habt. Gar kein Problem. Aber ich würde euch einfach empfehlen, wenn ihr wisst, ihr wollt nachmittags ein Eis lecken, kein Problem, macht euch die nach dem Mittagessen fertig, friert sie kurz ein und dann sehen sie eigentlich, das möchte ich mal kurz einmal zeigen, folgendermaßen aus. Deswegen habe ich hier schon wieder einen Teller. Und zwar habe ich die nämlich schon mal, soweit es geht, vorbereitet. Ich habe mich jetzt für das Muster entschieden, weil ich finde, es sieht einfach klasse aus. So. Wow. Und jetzt habt ihr eigentlich das perfekte Melonenwassereis. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel einfach da, ihr könnt jetzt reinbeißen oder aber es einfach lutschen. Mmh, das Süße von der Melone. Wow, wie Wassereis. Nur mit Schokolade. Richtig lecker. Also ich empfehle euch, das auf jeden Fall nachzumachen. Ein ganz toller Snack. Gesund, denn auch Schokolade macht ja glücklich. Und glücklich sein heißt gesund. Viel Spaß beim Nachmachen. Viel Spaß vor allem bei der Wohnzimmerkita. Ich muss aufpassen. Guck mal, ich habe mich schon bekleckert. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und ich werde jetzt noch 2-3 Meloneneis essen. Schönen Tag euch. Hallo liebe Kinder, ich bin's wieder, Theresa, und ich freue mich, dass Gina
heute bei unserem Sprachspiel wieder mitmachen kann. Heute machen wir etwas, wo man Wörter üben kann. Ich weiß, dass ihr schon ganz viele Wörter kennt. Zuerst hat man alle Wörter nur im Kopf und irgendwann lernt man sie auch auszusprechen. Und ich kenne schon ganz viele Wörter und ihr bestimmt auch. Wir überlegen heute, welche Wörter in unserem Kopf zusammenpassen. Das ist für mich vielleicht was ganz anderes als für Gina. Ich zeige euch das gleich mal. Aber wir probieren mal insgesamt 10 Wörter zu suchen. Liebe Gina, wenn du an Urlaub denkst, woran denkst du dann? Palmen. Urlaub, Palmen. Wenn ich an Palmen denke, dann denke ich an Grün. Wenn ich an Grün denke, dann denke ich an Gurkensalat. Wenn ich an Gurkensalat denke, dann denke ich an Fischstäbchen. Oh, lecker. Wenn ich an Fischstäbchen denke, dann denke ich auch an Kartoffelbrei. Wenn ich an Kartoffelbrei denke, dann denke ich an so einen Stampfer. Wenn ich an so einen Stampfer denke, dann denke ich auch an eine Pfanne. Und wenn ich an so eine Pfanne denke, dann denke ich an Abwaschen. Wenn ich an Abwaschen denke, dann denke ich ans Faulsein. Boah, wir haben schon 10. Das war ja total einfach. Sehr gut. Jetzt können wir gar nicht mehr lernen, woran du denkst, wenn du ans Faulsein denkst. Bin ich auch selten. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Liebe Kinder, das war unsere Folge am Freitag. Wir sehen uns morgen. Tschüss! Tschüss.